Dort, wo die Geeste in die Weser mündet, liegt Bremerhaven, die Industriestadt am Meer. Sie verdankt ihre Gründung dem Bremer Bürgermeister Johann Schmidt, der von 1827 bis 1830 den alten Hafen erbauen ließ. Seine Tat rettete die 60 Kilometer oberhalb gelegene Stadt Bremen vor dem Schicksal, von der See abgeschnitten zu werden, die ihr Lebenselement war und ist. Der Überseeverkehr wurde zur Nährmutter Bremerhavens und ist es bis heute geblieben. Mit ihm entwickelte sich auf beiden Ufern der Geeste die Werftindustrie und in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts die deutsche Hochseefischerei, die Bremerhaven im Laufe der Zeit zum größten Fischereihafen des Festlandes gemacht hat. In der Hafengruppe umfasst der Fischereihafen allein eine Gesamtfläche von 410 Hektar. Er ist heute für das Wirtschaftsleben der rund 150.000 Einwohner von außerordentlicher Bedeutung. Insgesamt sind im Fischereihafen rund 10.000 Menschen beschäftigt. 95 moderne Fischereifahrzeuge, das heißt 56% der bundesdeutschen Hochseefischereiflotte, sind hier beheimatet. Nahezu die Hälfte der Anlandungen in den vier Seefischmärkten Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg und Kiel wird in Bremerhaven abgesetzt. Während der Nacht wird die Ladung gelöscht, sortiert, verwogen und in markteigenen Kisten zur Auktion gestellt. Um 7 Uhr morgens beginnt das seltsamste Schauspiel, das die Stadt der Fische zu bieten hat, die Auktion. Sie ist die Urform echter Preisbildung. Die Sprache des Auktionators ist für den Uneingeweihten allerdings fast unverständlich. Um einen Viertelpfennig wird jeweils gesteigert. Doch insgesamt geht es um Riesenbeträge. Im Jahre 1962 wurden in Bremerhaven Seefische im Werte von über 103 Millionen Mark meistbietend versteigert. 135 Betriebe der Fischindustrie und des Großhandels haben ihren Sitz unmittelbar am Fischereihafen, sodass dem Gebot der Schnelligkeit in jeder Weise entsprochen wird. Bei starkem Anfall wird das Fischgut im 100-Kilometer-Tempo ins Binnenland und ins Ausland befördert. Der Strukturwandel in der Hochseefischerei hatte den Trend vom Frischfisch zum Frostfisch zur Folge. Die steigende Tendenz ist auf den Verlust traditioneller Fangplätze und die wachsende Bedeutung der Fernfischerei zurückzuführen. Symbol einer neuen Zeit ist dieser der Verkehrssicherheit dienende Radarturm. Allen von Übersee kommenden schon aus der Ferne sichtbar. Jährlich reisen über den Kolumbusbahnhof 125.000 bis 150.000 Fahrgäste. Zu den Ozeanriesen, das heißt den Großschiffen auf dem Nordatlantik, zählt auch das größte deutsche Passagierschiff, die berühmte Bremen. Auf dem 32.000 Bruttoregistertonnen Schiff können etwa 1200 Passagiere den Atlantik überqueren. Die Maschinen eines solchen Vierschraubenturbinenschiffes leisten maximal 60.000 PS. Das entspricht ungefähr der Leistung von 2000 Automotoren. Im Gegensatz zum Frachtverkehr ist der Passagierverkehr Bremerhaven stets treu geblieben. Nicht zuletzt deswegen, weil Schiffe solchen Ausmaßes nicht weiter flussaufwärts fahren können. Seiner günstigen Lage hat Bremerhaven zu verdanken, dass die Stadt Bremen die Einrichtungen für den Passagierverkehr in Bremerhaven mit einem Kostenaufwand von 34 Millionen Mark gegenüber denen der Vorkriegszeit wesentlich vergrößert hat. Heute laufen 6 Reedereien mit 9 Großschiffen Bremerhaven regelmäßig an. Wo Schifffahrt ist, da ist meistens auch Schiffbau angesiedelt.
Die 7 Schiffbau- und Reparaturbetriebe lieferten im vorigen Jahr 8 Frachtschiffe mit insgesamt 61.609 Bruttoregistertonnen ab. Außerdem wurden Fischereifahrzeuge, Hochseebergungsschlepper, See- und Hafenschlepper, Motorseeleichter sowie ein Schwimmkranponton hier fertiggestellt und übergeben. Mehr als 1000 Schiffseinheiten vom Passagierschiff bis zum Schlepper wurden instand gesetzt oder umgebaut. Die deutsche Krise im Schiffbau wirkt sich besonders in Bremerhaven aus. Waren es in besseren Zeiten 9000 Beschäftigte auf den Werften, so sind es zurzeit knapp 7000. Die Hälfte der in der Industrie Tätigen lebt von der Werft. Die guten Verkehrsverbindungen mit dem Hinterland und ein gewisses Reservoir an Arbeitskräften würde auch neuen Industriezweigen die wichtigsten Voraussetzungen bieten. Die Stadtmitte war nach dem Kriege zu 97% zerstört. Von den 26.000 neu oder wieder aufgebauten Wohnungen entfallen allein 4.000 auf die Großsiedlungsprojekte Gartenstadt Grünhöfe und Lea Heide West. Eine der Attraktionen für den Besucher ist das 50 Jahre alte Tiergehege. Die Tiergrotten und das Nordsee-Aquarium verzeichneten in den vergangenen Jahren durchschnittlich 250.000 Besucher. Nach Tagen auf den schwankenden Planken eines Schiffes sehnen sich viele Matrosen abends nach dem festen Boden einer Tanzdiele. Der Bummel durch die Nachtlokale der Hafenstadt ist allerdings nur kurz, denn heutzutage liegen Passagierschiffe wie die Amerika oft nur 24 Stunden lang am Quai. Indessen geht an Bord die Arbeit weiter. In der Zeit zwischen dem Ausladen des Reisegepäcks und dem Anbordgehen der Passagiere ergänzt das Schiff den Proviant für die neue Fahrt. Die 33.500 Bruttoregistertonnen große Amerika gehört zu den 9 Schiffen, die im regelmäßigen Liniendienst Bremerhaven anlaufen. 2 Millionen Passagiere sind seit Wiederaufnahme des Dienstes nach dem Zweiten Weltkrieg über den Kolumbusbahnhof an- und abgereist. Im Jahre 1962 passierten 70% aller Schiffsreisenden den Kolumbusbahnhof. Die Kolumbuskaje ist mehr als ein Verkehrsknotenpunkt. Sie ist ein Umschlagplatz der Hoffnungen und Sehnsüchte in die Ferne. Das Symbol für eine der wichtigsten Funktionen Bremerhavens. Im weitesten Sinne des Wortes eine Brücke nach Übersee.